Wir Alps sind das am weitesten entwickelte Volk der Menschen in Magalan. Sollten wir da nicht auch das Recht haben, die Zukunft zu bestimmen? Ja. Ich habe mich leider den Klerikern jetzt angeschlossen. Ich werde wahrscheinlich das Spiel als Kleriker jetzt fertig spielen und dann mir die Morkons geben. Nochmal zum Schluss. Ah. Das schauen wir mal, ob ich da noch mal eine Rüstung bekomme. Zeit. Was haben wir da für Hosen? Schlechtere Hosen? Okay, nee, das ist nur alles schlechter. Braucht man nix. Ende. Oh, die Kleriker. Aus Mitleid. Aus Mitleid bin ich in den Betten. Sollte ich dann nochmal das Herz für sie haben. Also ich glaube, Hescher muss ich wieder töten. Warte kurz. Ich habe mit Askel gesprochen. Wegen der Elix-Köder. Du erinnerst dich? Okay, das haben wir schon gemacht. Das haben wir schon gemacht. Ich hole sie mir schnell. Mit Emotionen ist nicht zu spaßen. Treibt es nicht zu weit und erinnert euch an die Übungen, wie ihr sie wieder loswerden könnt. Die hole ich mir. Aufenthalt an diesem Ort. Nicht zu splayen. Ich glaube, in diesem Let's Play oder in diesem Teil, wo ich gerade stecke, vom Let's Play, habe ich noch gar nicht in die Elix-Fähigkeiten investiert. Schauen wir mal schnell. Nein, noch keine Elix-Fähigkeiten. Noch reinsetzen. Ah, das ist nicht der Gegner, den ich mir da erwartet habe in diesem Teil der Welt. Ja. Mist, 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 Mist. Legen wir die kleinen Häscher an der Häscher. Hat mich fast reingeschubst. Au, oh, super Kick. Oh. Oh, das ist vielleicht die letzten Punkte in Stärke gesetzt habe. Nein. Wo kommst du denn her? Getroffen sogar. So. Ah, oh, jetzt werden die Ratten weit fliegen, wenn die Häscher schon so weit fliegen. Ich mich schon auf meinen nächsten Rattenfreistoß. An der Herrscher. Mal ganz wirklich da oben. Ruhe leer. Mit die Axt. Ich sehe sie doch. Ich sehe die Axt da rumliegen. Die kannst du mir schon noch geben. Muss ich es wieder aktivieren? Nee, ich weiß nicht, wo es ist. Das Myra auch noch da drüben. Natürlich ist sie das. Ah, oh, kann ich gleich wieder die Myra-Mission machen. Knapp. Hui. Oh, ist nur Missions-Repeats gerade. Spürt, wie sie euch durchströmen. Ja, ja, ja. Das hat ich schon alles. Viel mehr hätte ich nicht besiegen können. Es war ein harter Kampf. Oh, wenn das so ist,
Dann sollte deine emotionale Motivation entsprechend hoch ausfallen, damit du das nächste Mal nicht ablehnst, wenn ich dich erneut um etwas bitte. Du kennst das Prozedere. Ich werde dafür sorgen, dass die Gehirne fachgerecht konserviert werden. So lange habe ich keine Arbeit für dich. Ach, fast hätte ich es vergessen. Danke. Bitte! Redeschein! Ja, diesmal habe ich die schlauere Option genommen. Oh, machen wir im Song schnell. Wir wissen's. Oh. Ja. Ich verstehe. Ja. Ich kann dein Verhalten. Dann finden wir heraus, ob diese Berserker da drüben ebenfalls so denken. Das ist doch nicht normal. Brauchen wir gar nicht zu attackieren. Wir hupfen einfach rein, nehmen die Umschläge von der Mission, fliegen raus, weiter und dann die Myrrhe-Mission nochmal schnell weitermachen. Also das ist jetzt alles. Die Kultur, die diese Bauten hinterlassen hat. Das ist es, was Lyra haben will. Besser, ich verschwinde jetzt. Ah, geht doch. Oh, gefährlich. Da will ich ziemlich viel gerade. Lyra ist auch da. Lyra. Es geht weiter mit dir. Über deine Leiche. Okay, nee. Ich werde sie nicht umbringen. Ich werde das gleiche machen wie letztens. Blablabla. Wir haben das alles schon durch. Nein, wir brauchen nicht die Katzen sehen. Verdammt. Dawkins soll mir endlich helfen, meine Infektion in den Griff zu kriegen. Stattdessen reiße ich mir ein Bein aus für die Sechs der Macht. Ja. Machen wir ihre Mission wieder. Da fliegt das Ding. Ah, sehr schön. Wir werden dann eins von denen erledigen. Ah, du bist nutzlos, Mädel. Du willst die Berserker beklauen. Wie sollten sie schon darauf reagieren? Sie müssen nicht reagieren, wenn sie uns nicht erwischen. Und wenn doch, dann räumen wir sie eben aus dem Weg. Sind schon längst weg. Ich weiß nicht, von was du redest. Freistoß! Juhu! Ah. Das Looten ist dann immer eine andere Aufgabe, aber der Freistoß ist es auf jeden Fall wert. Das Viecht da. Freistoß! Juhu! Den können wir noch schießen. Sehe nichts. Ja, gute Arbeit, Nyra. Gut hast du aufgeräumt hier. Sehr sauber. Habe ich nichts selber machen müssen. Die Umgebung. Es ist nutzlos. Ich dachte zuerst, das wären Pfeile. Mein Kopf. Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ja, Babysit-Dinge. Myra aufpassen. Ist sie schon in der Bastion? Ach, machen wir einfach. Wir machen einfach die ganzen Missionen, die wir früher schon gemacht haben, bei den Alps nochmal schnell durch. Mission-Speeding. Was Wichtiges zu sagen hat. Cool. Es gibt immer etwas zu tun. Nein,
Das ist das Unwichtigste, was ich hier gehört habe. Ja, ich weiß. Es kommen. Wir wissen. Ja, wir erledigen sie, keine Sorge. Katzen haben wir auch schon dreimal gesehen jetzt. Ach, Scheiße. Das Ding mit der Speerwaffe schnell weg. Damit es mich nicht anschießt. Geht doch. Er fightet da drüben mal das. Ah, ich habe sogar mal getroffen mit der Waffe. Rennt es weg? Wegrennen. Ah, das ist doch schon tot. Ja, schau, wir machen doch schon gute Arbeit. Eben. Granate für dieses Ding hier. Nasty ist wieder down. Außer Nasty. Nasty macht keine guten Arbeiten hier. Wahrscheinlich dann sofort anquatschen wieder. Ich hab dich gesehen. Der Die Axt ist wieder schön geflogen. Oh. Nasty schlaft wieder nur. Ab daneben. Da klebt ein Zack. Da geht Gas da. Wirst Shotgun fressen. Auf mich zu Circle. Ah ja. Irgendwie machst du das schon, Nasty. Lass mich schon viel hängen. Mal drüber looten. Okay, jetzt. Das war's dann eh fast mit der Armee hier. Wenn ich mal durchloote, macht das Team den Rest. Text tanzt. Wurde ja auch bewusstlos. Genau, meine Lieblinge liegen am Boden. In der Badewanne gefangen. Nein. Ah, schau, Crowley fliegt da rum und erledigt Typen. Das ist ein guter. Ich mach mal weg. Kann ich meine Shotgun-Muni verschwenden. Von Myra, dafür habe ich dich extra hergeholt. Keine Chance. Hey, hör zu. Es reicht jetzt. Ich will... Okay, dann halte ich bereit. Wenn du also wieder einmal eine Waffengefährtin an dein... Ja. Das war schon genug Arbeit für sie, das Kampf zu verteidigen. Du bist wohl ein schöner Schütze. Da kann man nichts machen. Der liegt da am Boden. Ist der Typ tot? Nein. Gut. Also sonst babysitten. Wichtigste. Einmal die Deckung vernachlässigt. Das kommt hoffentlich nicht wieder vor. Okay. Tio. So fühlt's. Ah. Ich kümmere mich darum, sobald ich die... Du hast in jedem Fall erst einmal genug Waffengefährten rek... Interessante Tr... Lass mich erst noch einmal... Wir werden unsere Bemühungen verdoppeln. So etwas darf nicht noch einmal passieren. Du bist Crony. Ah, darf nicht doch. Yo, Crony. Ich brauche...
Das hatten wir schon alles. Gut, gehen wir der Sache. Aufbruch in 3, 2, 1. Orte mehrere Einheiten direkt vor uns. Dann machen wir schnell, bevor sie wieder verschwinden. Ich bin direkt hinter dir, Commander. Ja, danke. Ich habe mir nur dreimal erzählt. Es noch gut geht. Ist wohl besser, wenn ich gar nicht erst darüber nachdenke. Wo ist der Typ mit seiner Laserwaffe? Eine Granate zu mir noch. Lass sie wohnen. Gar nicht zu wenig. Damn. Wo das jetzt gerade? Hat er sich selbst in die Luft gejagt? Da ist doch Fettparty hier. Hält mir ein guter Fight. Double kill. Yeah. Nice. Wow, da hat er eine Granate getroffen. War ich kurz mal entspannt für eine Sekunde. Sofort bereut. Da ich wahrscheinlich noch extra Sachen brauchen. Weil die gute Rüstung hat gereicht. Reinschießen. Was haben wir da? Eisen und Stahlhaut. Überlebenssaft. Da schon was? Da attackiert mich schon was. Okay. Gut, einen haben wir schon mal rausgeholt aus der Gruppe. Wo ist meine Handgranate? Hier. Vielleicht sollten wir mit ihnen in Verhandlung treten, anstatt sie zu bekämpfen. Jetzt fangen schon die Maschinen an, moralische Fragen aufzuwerfen. Oh je. Oh je. Dazu auf, nein, das ist nicht der Heiltrank. Oh je. Abstand halten. Aus der Reichweite raus. Kann ich speichern? Nein, kann ich nicht. Das ist kein Kampfduell, vielleicht funktioniert es. Oh, da ist die Granate. Schlechtes Fernkampfduell. Da hat er mal seine Nahkampfwaffe rausgeholt. Schon mal viel wert. Wow, was war das für ein Glitch? Weißt du, wenn die Jungs verhandeln wollten, dann würden sie uns nicht angreifen, sobald sie uns sehen. Logischer Ansatz. Nee. Sag bloß. Oh, mein Kopf! Irgendwie schon ziemlich viel Kopfweh. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Oh ja. Haben wir beide uns gelockt. Granate! Ich hab sie fliegen gesehen. Das war's gleich mit Crony. Sogar Entdeckung, die Typen.
Krass. Nein, hör auf. Böse Ketzer. Kurator. Nicht rauszukommen. Das viel Leben. Uff. Ich versuche ins Haus zu entkommen. Nein, Crony! Okay. Jetzt überlebt. Ah, hab ich schon vergessen zu looten. Euch zwei. Eben gutes Elex. Gute Elex. Ich habe alles gelootet hier. Schauen wir nochmal drüber. Nein, das nicht. Dann gehen wir zu Kalan, den Kleriker, den Rest verkaufen, den ich gelootet habe, und mir vielleicht neue Hosen kaufen. Wurde ich schon gut. Auch hier wurden nicht nur Kontrollknotenchips verteilt. Sie haben auch hier wieder Rechenelemente der Maschinen entwendet. Dann hast du vielleicht recht, und sie brauchen wirklich mehr Rechenpower für eine ihrer Forschungen oder zumindest die Ressourcen dafür. Möglich, jedoch basieren ihre Systeme nach meiner Analyse der letzten Tage auf weitaus komplexeren Bausteinen. Dann gibt es für mich nur eine Lösung für dieses Rätsel. Die Skyans sammeln den alten Elektroschrott, weil sie verhindern wollen, dass wir Menschen ihn reaktivieren und ihn gegen sie einsetzen könnten. Analysiere. Möglich. Die strategischen Positionen ihrer Aktivitäten würden diese neue These untermauern. Gut, aber was können wir tun, um die Situation zu verbessern? Analyse noch nicht abgeschlossen. Neuronale Netzwerke sind Hauptbestandteil der Skyan-Technologie. Das ist sehr effizient. Okay, Sie benutzen also lebendes Gewebe für Ihre Informationsverarbeitung? Teilweise. Einige davon sind auch künstlich. Das schließt jedoch in jedem Fall unsere erste These definitiv aus. Interessant. Bin schon gespannt, was du beim nächsten Mal herausfindest. Ich werde dich informieren, sobald ich eine neue Ortung habe. Weiter. Letztens schon. Das heißt, die Ladenmission gehen wir jetzt an. Warte. Hauptmission. Wilhelm-System hier. Da ist ja nichts wirklich passiert dabei. Hagen und Reinhard sind nur daneben gestanden. Noch was zu sagen, was wichtig ist? Jetzt die einzige... What? Welche Mensch... einzige menschliche Wache im DLC. Ah, die Effektivität. Sie ist verschwunden. Plötzlich ist sie verschwunden, wie ich den Klerikern beigetreten bin. Aber da kann man sich auch nicht so viel erwarten, gerade von mir und den Klerikern. Warte mal. Eins, Kronita. Vielleicht schafft das jetzt. Starte. Okay, dann mal los. Die Zeit läuft. Aber es ist nichts Wichtiges mehr. Wer spricht da? Hatten wir alle schon, keine Sorge. Analysiere. Hauptprotokolle optimal. Guter Mann. Erweisen. Was ist alles? Kann ich bei dir investieren? Gerissenheit. Investieren. Gerissenheit wird weiter gelevelt dann. Okay, das können wir uns dann auch noch geben. Dann werden wir nie mehr sterben. Das war's mit dem Sterben in diesem Playthrough. Ja. Gehen wir schlafen eine Runde im Spiel. Episode vorbei. Peace out.